wenige Sekunden noch, dann geht's los. Es klingt so von hier, denk mal, da sind 3 Leute. Ist wirklich voll, ja? Ja, nach so vielen Jahren hat auch ein Pop-Titan etwas Lampenfieber. Stunden vorher Dieter ganz locker. Ich weiß, ich habe mich super vorbereitet, ich werde alles geben, mehr kann ich nicht. Wenn dann jetzt irgendwie so, mir hat es nicht gefallen oder Thomas hat aber Jumma Soul besser gesungen, klar hat er das. Das weiß ich auch, also darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, in erster Linie die Leute in so eine andere, in Erinnerung zu bringen. Erinnerung auch an damals, 16 Jahre ist es her, das Abschiedskonzert von Modern Talking in Berlin. You're my heart, you're my soul. Und auch heute wir kommen. Sind Dieters Fans da. Wir wollen den Dieter sehen, wir wollen den Dieter sehen. Und dann geht's raus auf die Bühne. Ganz vorne mit dabei Dieters Freundin Carina. Er traut sich gar nicht so richtig bei uns hier runter zu gucken, weil er dann immer lachen muss. Also das ist ganz niedlich, finde ich. Begeisterung bei 10.000 Fans. Als sie alle ihre Handys anhatten und ich ein Selfie von denen gemacht habe und so, ich habe das ja da gesehen auf meinem Handy, das sah echt mega aus, ja. Ja, Dieter, so schön kann ein Comeback aussehen.